Crewmitglieder waren im Maschinenraum, in der Küche, in den Korridoren, eventuell auch im Frachtraum und bei den Ballasttanks. Am hinteren Ende des 245 Meter langen Luftschiffes standen mindestens 4 Personen für das Landemanöver bereit. Unfall oder Attentat? Wahrscheinlich werden wir nie genau erfahren, warum die Hindenburg am 6. Mai 1937 Feuer fing. Von den über das gesamte Luftschiff verteilten 97 Personen haben wie durch ein Wunder 62 überlebt. Schauen wir uns diese Bilder noch einmal in Zeitlupe an. Diesen Moment, als die Hindenburg die letzten paar Meter sinkt und ihr Rumpf auf den Boden aufschlägt. Sehen Sie hier unten rechts? Das ist die Stelle, wo sich die meisten der Überlebenden aus dem brennenden Zeppelin befreien konnten und wegliefen. Knapp 2/3 der Menschen an Bord konnten dem Flammeninferno entrinnen, bevor das Gehäuse endgültig zusammenbrach. Die anderen starben in den Flammen. Noch ein letzter Blick auf die Anfangsbilder von Al Mingalone, dem Kameramann von Paramount. Was wäre aus diesem Medienereignis geworden, wenn der Zeppelin nicht Hindenburg, sondern Adolf Hitler geheißen hätte, wie es das Propagandaministerium gewünscht hatte? Das weiß niemand. Dafür wissen wir, dass Göring, Hitlers Rüstungsexperte, die Hindenburg-Katastrophe zu seinem Vorteil ausnutzte. Seiner Ansicht nach symbolisierten diese Bilder den Untergang des alten Kaiserreichs und den Aufstieg von Hitlers neuem Deutschland. Er erklärte, dass das Aluminium einer einzigen Zeppelin-Konstruktion für 50 Jagdbomber reichen würde.